Willst entspannen, du im Nu? Geh auf YouTube, hör mal zu. Gute Unterhaltung. Sie sind also der Herr Berngieser, Reichert. Es freut mich, dass wir endlich wieder einen Hauptgewinner aus Frankfurt haben. Ich gratuliere Ihnen, nehmen Sie Platz. Tja, die Quote hätte natürlich besser sein können, aber wir hatten diesmal 5 Gewinner im ersten Rang. Aber ich denke, 1,2 Millionen sind besser als 9,80 Mark für 3 Richtige, nicht wahr? Auf alle. Ja. Gut, kommen wir zu Ihrem Problem, deshalb sind Sie schließlich da. Also, was stimmt Ihrer Meinung nach nicht mit der Gewinnbenachrichtigung? Es ist nur eine Kleinigkeit. Sie schreiben da, dass der Name auf dem Konto identisch sein muss mit dem Namen auf dem Tippschein. Und jetzt, ich heiße nicht Maria, sondern Mario. Der Tippschein lautet aber doch auf Maria Berngieser, Hindemithstraße 150. Ja, da wohne ich, aber heißen durch Mario Berngieser. Wahrscheinlich habe ich meinen Vornamen undeutlich geschrieben und jetzt wollte ich Sie bitten, dass Sie das vielleicht ändern, damit das übereinstimmt, dass die ganze Geschichte in Gang kommt. Dürfte ich denn vielleicht mal Ihren Quittungsabschnitt sehen? Quittung? Ja, den Durchschlag von Ihrem Tippschein. Achso, den. Moment. Ja, das geht klar, Herr Berngieser. Den nehmen Sie wieder mit und wenn der Revers schon ausgefüllt ist, dann lassen Sie ihn am besten gleich hier. Ja, Kontonummer, Unterschrift. Damit wäre dann alles geregelt. Und wann kommt das Geld? Ja, ein paar Tage wird er schon dauern. Am nächsten Dienstag weisen wir die Gewinne an. Das heißt, in gut einer Woche müsste dann das Geld auf Ihrem Konto sein. Theoretisch natürlich. Theoretisch? Was heißt da theoretisch? Die Banker haben es manchmal mit Überweisungen nicht so eilig. Ach so. Also dann, Dankeschön. Aber keine Ursache. Für unsere Gewinner sind wir da. Legen Sie das Geld gut an. Wir haben jetzt eine gute Stunde. Der Anwalt Ihres Mannes hat mich um eine Unterredung gebeten. Ich glaube, der Augenblick ist günstig für einen Vergleich. Ihr Mann hat sicher wenig Lust, sich über seine Beteiligung in Kanada ausfragen zu lassen. Ja, gut, dann verhandeln Sie, Herr Dr. Renz. Verzeihen Sie, Herr Dr. Renz, ich will nicht stören. Sie werden mich nicht mehr kennen. Hildegard Kraft, ich war heute Morgen bei Ihnen. So, waren Sie das? Ein Augenblick. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich war nur ein bisschen zu spät. Das kam nur, weil ich vorher in der Hedwigstraße war, wo Sie früher Ihr Büro hatten. Sie haben mir nicht gesagt, dass Sie inzwischen umgezogen sind. Mein Gott, das sind 4 Jahre. Frau Kraft, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Kommen Sie heute Abend zu mir nach Hause, wenn es unbedingt sein muss. Ich habe mir ja selber die ganze Zeit gesagt, schlag dir das aus dem Kopf, sowas gibt's doch gar nicht. Deswegen bin ich ja jetzt erst gekommen. Und Sie glauben, er spielt noch die gleichen Zahlen wie früher? Ganz bestimmt. Er hat immer die gleichen Zahlen getippt. Seit unserer Verlobung. 10, 6, 37, das ist sein Geburtstag. Und 21, 3, 46, das ist meiner. Und wann haben Sie ihn zum ersten Mal darauf angesprochen? Das war gleich am Sonntag früh. Nach der Ziehung. Also gestern? Nein, nein, vor einer Woche. Und da hat er bestritten? Da hat er gesagt, dass er schon lange nicht mehr tippt. Er hätte gar nicht das Geld dafür. Aha. Als was arbeitet Ihr Mann jetzt eigentlich? Ist da überhaupt noch Ihr Mann? Soweit ich mich entsinne, wollten Sie sich doch von ihm scheiden lassen damals. Ach, Sie wissen ja, wie das ist. Die Kostenfrage. Und nachdem nun keiner von uns vorläufig was Besseres in Aussicht hatte, haben wir uns nur so getrennt. Die Ehe besteht also noch? Ja, ja. Auf dem Papier. Sie wohnen jetzt wieder in Gifhorn. Und er? Immer noch hier in Frankfurt. Martin arbeitet jetzt als Fahrer bei der Spedition Dütran. 2 oder 3 Mal im Jahr kommt er mich und die Kinder besuchen. Seinen finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber kommt er doch hoffentlich nach. Ja, ja. Er zahlt pünktlich, mit Dauerauftrag. Guten Appetit. Dann bleibt ihm ja wirklich nicht viel zum Leben. Zumal, glaube ich, auch noch Schulden da waren. Und wie? Die fänden ihm immer noch was vom Lohn. Mhm. Jeden Monat. Deswegen habe ich zuerst ja auch geglaubt, dass er nicht mehr tippt. Und dann haben Sie wieder Zweifel bekommen und sich entschlossen, ihn persönlich zur Rede zu stellen. Das war gestern Abend. Ich wollte schon Freitagabend zu ihm, aber da war er nicht zu Hause. Der ist erst gestern zurückgekommen. Wo der das ganze Wochenende war, das möchte ich mal wissen. Was hat er denn gesagt zu der Lotto-Geschichte? Wieder abgestritten. Aber diesmal
habe ich gespürt, dass er lügt. Mir ins Gesicht lügen, das konnte der noch nie. Sie verstehen doch, dass ich das unbedingt rauskriegen muss, nicht? Bei der Lottogesellschaft habe ich schon zweimal angerufen, aber die wollten keine Auskunft geben. Durften nicht. Hä? Das dürfen die gar nicht. Lotteriegeheimnis. Aber Sie als Anwalt, Sie werden doch irgendwas machen können. Da gibt es eine Möglichkeit. Die ist allerdings etwas umständlich. Wie ist die Telefonnummer Ihres Mannes? Na, kommen Sie. Herr Kraft, hier Renz, Rechtsanwalt Renz. Bitte entschuldigen Sie die späte Störung. Ihre Frau ist bei mir. Sie wissen warum. Ja, genau das brauchen wir aber von der Lotterieverwaltung schwarz auf weiß. Eine Bescheinigung, dass Sie nicht unter den Gewinnern der 47. Ausspielung sind. Eine sogenannte Negativauskunft. Bitte besorgen Sie die gleich morgen. Ich brauche die Bescheinigung bis spätestens Mittwoch früh. Andernfalls müsste ich ein Gericht einschalten. Lassen Sie mich mal bitte, ja? Martin, ich bin's. Ich hol die Bescheinigung dann bei dir ab. Morgen Abend, ja? Ja. Tschüss. Morgen, Helga. Guten Morgen. Gut, dass Sie kommen. Stellen Sie sich vor, der war nicht da. Bis um 1:30 Uhr nachts habe ich vor seiner Wohnung gewartet. Nichts. In der Firma habe ich auch schon angerufen. Ja und? Haben Sie ihn erreicht? Na, da war nur der Anrufbeantworter. Aber vielleicht meldet er sich. Ich habe da nämlich Ihre Nummer hinterlassen und dass er hier gleich anrufen soll, wenn er kommt. Na, dann nehmen Sie doch erst mal Platz und versuchen, sich zu beruhigen. Helga, würden Sie uns bitte einen Kaffee machen? Ja, hier, das lag im Briefkasten, unfrankiert. Mhm. Das ist Herr Martin Kraft, wohnhaft in Hindemithstraße 21. Keinen Gewinn in Klasse 1, 2 oder 3 erzielt hat. Tja, damit ist die Sache praktisch geklärt. Ich verstehe das nicht. Warum hat er mir die Bescheinigung nicht gestern Abend gegeben? War doch ausgemacht, dass ich sie bei ihm abhole. Irgendwas ist da doch faul. Ganze Nacht nicht zu Hause. Und auch das Wochenende nicht. Frau Kraft, Ihr Mann ist doch kein Kind mehr. Alleinstehend. Wenn er mal eine Nacht nicht zu Hause verbringt. Wollen Sie damit sagen, dass er eine Geliebte hat? Ich will damit nur sagen, man sollte nicht nach einer mysteriösen Erklärung suchen, wenn es auch eine harmlose gibt. Harmlos nennen Sie das? Kanzlei Dr. Renz? Ja, Frau Kraft ist hier. Augenblick bitte. Spedition Dütran für Frau Kraft. Martin? Entschuldigung. Na, das weiß ich eben nicht, deswegen habe ich doch bei Ihnen angerufen. Ich muss Ihnen dringend sprechen. Martin ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Hallo, hier Renz. Ich bin der Anwalt von Frau Kraft. Wie ich höre, wird Herr Kraft auch bei Ihnen vermisst. Nach unserem Terminplan sollte er heute früh um 4 Uhr hier sein. Ist er denn schon öfter weggeblieben? Nein, noch nie. Das ist es ja. Wissen Sie, gerade diese Tour hat er ja freiwillig übernommen. Wohin sollte die Reise denn gehen, wenn ich fragen darf? Nach Mailand. Er hat sogar extra mit einem Kollegen getauscht, um diese Fahrt zu bekommen. Wir machen uns tatsächlich Sorgen um ihn. Wir auch. Aber er wird schon wieder auftauchen. Vielen Dank für Ihre Auskunft. Wiederhören. Habe ich es nicht gesagt. Ich hatte schon gestern so ein komisches Gefühl. Ob er nicht vielleicht tot in seiner Wohnung liegt oder so. Das halte ich für ausgeschlossen. Ein Toter wirft mir keinen Brief in den Kasten. Na, das kann er doch schon gestern gemacht haben. Möglich. Aber wenn er es gestern gemacht hat, dann doch wohl nur deshalb, weil er die Verabredung mit Ihnen aus irgendeinem Grund nicht einhalten wollte oder konnte. Und ganz bestimmt nicht deshalb, weil er vorhatte, sich anschließend tot in die Wohnung zu legen. Aber wo ist er dann? Irgendwas stimmt da doch nicht, das glauben Sie doch auch. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Das Problem ist, dass da juristisch im Moment gar nichts zu machen ist. Und anders. Unjuristisch. Naja, man müsste zunächst einmal versuchen herauszufinden, was hinter dem Verschwinden, ich nenn's mal so, vielleicht taucht er ja plötzlich wieder auf. Also was dahinter steckt. Aber das ist kein Job für mich, sondern eher für einen Privatdetektiv. Wenn Sie eine solche Investition riskieren wollen? Also, wo finde ich so einen Detektiv? Machen Sie schon auf, Sie sehen doch, es ist niemand da. Immer mit der Ruhe. Sind Sie auch sicher, dass Sie hier polizeilich gemeldet sind? Ich möchte nämlich nicht als Einbrecher verhaftet werden. Natürlich bin ich sicher.
Oh, so schnell geht das? Sie sind ja perfekt. Nur weil ich abgeschlossen war. Ich würde uns ja gern einen Kaffee kochen. Aber soviel ich sehe, ist keiner da. Glauben Sie, den Kaffee finden Sie im Kleiderschrank? Also, der graue Anzug fehlt und ein paar schwarze Schuhe. Wie lange leben Sie schon von Ihrem Mann getrennt? 4 Jahre. Warum? Könnte es nicht sein, dass er sich in der Zwischenzeit was Neues angeschafft hat? Ich meine zum Anziehen. Haha. Mal im Ernst. Er könnte doch gemerkt haben, dass Sie von seinem Haupttreffer Wind bekommen haben. Und ist mit dem Geld kurzerhand verduftet. Nein. Er würde niemals verduften, wie Sie das nennen, und das hier zurücklassen. Die Bilder von mir und den Kindern. Also Sie sind gut. Sie trauen Ihrem Mann zu, dass er von seinem Millionengewinn Ihnen und Ihren Kindern nichts abgeben will. Aber die Bilder, die wird er auf keinen Fall hier lassen. Finden Sie das nicht selber absurd? Das verstehen Sie nicht. Hey, was machen Sie denn jetzt? Ich brauche ein Foto von Ihrem Mann, um vielleicht die Lottobude zu finden, wo er den Tippschein abgegeben hat. Warten Sie, ich hole Ihnen ein anderes. Schön. Was ist denn das für ein Alukoffer? Was? Hier. Ach, das ist nur sein Schlachtbesteck. Arbeitet er denn noch als Metzger? Früher, da hat er oft im Akkord gearbeitet. Manchmal das ganze Wochenende durch. 50 Mark pro Schwein. Mit zerlegen und Wurst machen. Hat er schnell einen Tausender auf die Hand verdient. Es könnte doch sein, dass er damit wieder angefangen hat. Möglich. Aber der hat ja kein Auto mehr. So ein Wochenendjob, der konnte mal im Schwarzwald, mal in Schleswig-Holstein sein. Oder wenn es Prämienschlachtung gab. Wie früher bei uns auf dem Hof. Dabei haben Martin und ich uns ja kennengelernt. Wie romantisch. War's auch. Damals ist er mit seinem Motorrad durch ganz Deutschland gefahren. Ein paar Mal hat er mich auch mitgenommen. Hinten drauf? Natürlich hinten drauf, wo denn sonst? Da sind wir oft nass geworden, bis auf die Haut. Inzwischen scheint er seine Schäfchen ins Trockene gebracht zu haben. In einem BMW, wenn mich nicht alles täuscht. Das glaube ich nicht. Da sind noch 2 andere Schlüssel dran. Vielleicht passen die auf die Wohnungstür. Probieren Sie es mal. Die passen nicht. Die müssen jemand anderem gehören. Na bitte, ein BMW. 525. Zugelassen auf Maria Berngießer, Hinde mit Straße 150. Geboren am 13.09.1953. Also das ist die Höhe. Mir macht er vor, dass er mit 500 Mark monatlich auskommen muss. Und dabei hat er eine 15 Jahre jüngere Freundin mit BMW. Das ist doch gar nicht erwiesen, dass er seine Freundin ist. Na, was denn sonst? Das lässt sich ja ganz leicht feststellen. Hinde mit Straße 150. Das ist nur ein paar hundert Meter weiter von hier. Fahren wir hin. Der Rasierapparat ist auch weg. Hat keinen Zweck, niemand da. Glauben Sie mir jetzt endlich, dass ich von Anfang an recht hatte? Schon. Aber Dr. Renz braucht was Konkretes, um juristisch was machen zu können. Moment mal. Es könnte doch sein, dass er die Tippscheine auf den Namen von ihr abgegeben hat. Maria Berngießer. Ja, natürlich. Und jetzt ist diese saubere Tippgemeinschaft ausgeflogen. Hm. Hallo? Ja, bitte, was ist denn? Firma Gummi Matula. Runderneuerung aller Art. Wir bringen die Winterreifen für Frau Berngießer. Die sollen in Ihre Garage. Welche Nummer hatten die? Wieso? Was denn für Winterreifen? Na, die Winterreifen für Ihren BMW. FBU 97. Ich habe den Zettel mit der Garagennummer vergessen. Ja, Moment mal. Hallo, hören Sie? Ja. Die Fahrer hat die Nummer 21. Sonst noch was? 21? Danke. Ich muss Dr. Renz sowieso anrufen. Vielleicht kann er mit dem Namen Maria Berngießer was anfangen. Bitte sehr. Danke. Es handelt sich um Herrn Martin Kraft, der sich gestern von Ihnen diese Bescheinigung... Ich weiß, Herr Dr. Schmitz hat mich orientiert.
Er hat mir die Genehmigung erteilt, Ihnen die notwendigen Auskünfte zu geben. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Natürlich nur, soweit dies unter Wahrung des Lotteriegeheimnisses möglich ist. Natürlich. Vielen Dank, dass Sie sich gleich Zeit genommen haben. Keine Ursache, ich habe nur nicht allzu viel Zeit. Ich habe einen Arzttermin. Am besten, Sie stellen mir Ihre Fragen direkt. Die Unterlagen zur 47. Veranstaltung habe ich mir kommen lassen. Gut. Sie haben Herrn Kraft bescheinigt, dass er nicht unter den Gewinnern der 47. Ziehung ist. Wir glauben jedoch, das heißt meine Klientin Frau Kraft und ich, dass er möglicherweise doch gewonnen hat. Und zwar mit einem Schein, auf den er pro forma einen anderen Namen eingetragen hat. Sie meinen einen Fantasienamen? Nein, den Namen einer anderen Person. Vermutlich seiner Freundin. Tja, nun, Herr Dr. Renz, wir können uns begreiflicherweise nur an den Namen halten, der auf dem Spielschein steht. Ob sich dahinter eine Person verbirgt oder eine Tippgemeinschaft aus 2, 3 oder 10 Personen, das hat uns gar nicht zu interessieren. Und wenn es uns die Gewinner nicht von sich aus sagen, dann erfahren wir das noch nicht mal. Das ist mir klar. Ich möchte vorerst nur wissen, hat es bei der 47. Ausspielung einen Gewinn auf den Namen Maria Berngieser gegeben? Diese Frage müssten Sie in anderer Form stellen, damit ich Sie guten Gewissens beantworten kann. Sie wissen, es gibt gewisse Formalien, an die muss ich mich halten. Gut, dann lassen Sie mich so fragen. Könnten Sie mir eine Negativauskunft wie diese hier für Herrn Kraft auch für Fräulein Maria Berngieser ausstellen? Ich fürchte, nein. Dann hat sie also gewonnen. Das ist Ihre Schlussfolgerung. In diesem Fall muss ich Sie dringend ersuchen, mir mitzuteilen, auf welches Konto der Gewinn überwiesen wurde. Das ist ganz unmöglich, Herr Dr. Renz. Das müssten Sie eigentlich wissen. Dazu bedarf es einer richterlichen Anordnung. Natürlich. Das Geld wird derjenigen Person überwiesen, die sich uns gegenüber als berechtigter Gewinner ausweist. So war das auch in diesem Fall. Und mehr kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Dann kann ich also davon ausgehen, dass das Geld auf das Konto von Fräulein Berngieser gegangen ist. Das ist Ihre Schlussfolgerung. Hat es für Sie irgendwelche Hinweise gegeben, dass an dem Gewinn mehr als eine Person beteiligt ist? Streng genommen dürfte ich Ihnen auch das nicht sagen, aber ich will es nicht übertreiben. Nein, keine Hinweise. Ja, also dann... Tut mir leid, wenn ich Ihnen nicht... Aber eines könnten Sie mir vielleicht noch sagen, ohne mit dem Lotteriegeheimnis in Konflikt zu kommen. Bei welcher Annahmestelle ist der Gewinnschein aufgegeben worden? Warum wollen Sie das wissen? Weil ich beweisen möchte, dass nicht Fräulein Berngieser den Gewinnschein abgegeben hat, sondern Herr Kraft. Verstehe, ja. Um aber die Annahmestelle herausfinden zu können, müsste ich im Archiv den Originalschein einsehen. Am besten, Sie kommen gleich mit. Bin auch heute etwas schlecht zu Fuß. Hexenschuss. Sie Armster. Ja. Mutter? Hier ist Hildegard. Ja, wie geht's den Kindern? Schön. Ich wollte dir nur sagen, dass ich morgen schon zurückkomme. Hm? Mit Martin? Ach, weißt du, das bleibt alles beim Alten. Ja, ja. Er hat zwar gemeint, wir sollten noch mal einen neuen Anfang machen, jetzt wo es ihm finanziell wieder einigermaßen geht, aber ich glaube, es hat keinen Sinn mehr. Hm. Also, wir sehen uns dann morgen, ja? Küsschen für die Kinder. Tschüss. Martin? Ja, hallo? Wen? Matula? Ich glaube, da sind Sie falsch verbunden. Nein, hier spricht Maria Berngieser. Herr Dr. Renz, hier ist Hildegard Kraft. Ja, ist gerade reingekommen. Nein, noch kein Wort. Herr Matula ist gerade gegangen. Ja. Herr Dr. Renz möchte Sie noch mal sprechen. An welchem Tag genau kam dieser Anruf? Das muss gestern gewesen sein. Um wie viel Uhr? Vormittags. Vielleicht um 9. Und? Was sagte der Mann? Hat er sich vorgestellt? Ja, nein. Ich glaube, er hat nur gesagt, hier ist die Lotto- und Toto-Gesellschaft. Hm.
Und dann was von der Kontonummer, die er überprüfen will, bei der und der Bank. Da habe ich gesagt, da habe ich aber gar kein Konto. Ich habe von der Bank überhaupt noch nie was gehört. Darauf fragt er, ja, haben Sie denn unsere Benachrichtigung nicht erhalten? Welche Benachrichtigung, habe ich gesagt. Da hat er sich entschuldigt, das Ganze müsste ein Irrtum sein und hat aufgelegt. Was haben Sie da gedacht? Erstmal gar nichts. Und dann? Naja. Sie wissen doch, dass Herr Kraft auf Ihren Namen Lotto spielt. Schon, aber ich hätte doch nie gedacht, dass er mal 6 Richtige kriegt. Aber nach dem Anruf gestern da, haben Sie an diese Möglichkeit gedacht. Ja. Daraufhin haben Sie Herrn Kraft zur Rede gestellt. Nein, ich habe ihn ja nicht erwischt. Ich glaube, er ist gestern gar nicht nach Hause gekommen. Gut, eine Frage noch. Hatte er die Möglichkeit, an Ihren Briefkasten zu kommen? Ja, schon. Er hat ja die Wohnungsschlüssel. Ah, Josef. Gut, dass du kommst. Du musst gleich nach Magenheim. Einen Moment mal. Darf ich dir zunächst mitteilen, dass ich die Lage gefunden habe, wo Kraft? Magenheim? Wieso nach Magenheim? Hier ist die Adresse von der Annahmestelle, wo der Gewinnschein aufgegeben wurde. Ich glaube, es ist ganz in der Nähe von der Spedition Dütran. Was meinst du, wonach ich die letzten 2 Stunden gesucht habe? Ich kenne jede Lottobude zwischen seinem Arbeitsplatz und seiner Wohnung. Und das sind eine ganze Menge. Sowas soll vorkommen. Hat es sich wenigstens gelohnt? Ja. Die Besitzerin hat Kraft auf Anhieb als Stammkunden identifiziert. Ausgezeichnet. Nur schade, dass du dir es nicht gleich schriftlich hast geben lassen. Gut. Dann können Hildegard und ich ja mal unser Glück beim Richter probieren. Weißt du denn, wo sie ist? In der Wohnung ist sie jedenfalls nicht mehr. Naja, sie ist unten im Café und ist beleidigt, weil sie meiner Unterredung mit Fräulein Berngießer nicht beiwohnen durfte. Ich höre wohl nicht richtig. Maria Berngießer? Die sitzt da drin. Sie ist ganz einfach in Krafts Wohnung erschienen. Warum halten wir denn hier? Ich wohne 500 Meter weiter. Das weiß ich. Ich dachte nur, Sie hätten in Martin Krafts Wohnung was zu erledigen. Wie kommen Sie denn darauf? Bleiben Sie ruhig hier, ich fahre Sie. Also aus irgendeinem Grunde müssen Sie doch heute in die Wohnung gegangen sein. Sicher? Ich wollte lüften und aufräumen. Aber es war ja alles schon gemacht. Einen Koffer wollten Sie nicht zufällig abholen. Was für einen Koffer? Der fertig gepackt in der Wohnung steht. Davon weiß ich nichts. Und von Martin Kraft wissen Sie auch nichts? Nein, das habe ich auch schon Ihrem Chef gesagt. Er hat es mir geglaubt. Dr. Renz ist nicht mein Chef. Und soviel ich weiß, ist er bei schönen Frauen immer etwas zu leichtgläubig. Soll das jetzt ein Kompliment gewesen sein? Oder eine Frechheit? Das dürfen Sie sich aussuchen. Neulich stand im Silbernen Blatt, die Charakterstärke der Schwachen ist der Eigensinn. Ich glaube, das trifft hundertprozentig auf Martin zu. Unmöglich. Immer alles auf eigene Faust machen. Bloß auf keinen angewiesen sein, sich von niemand reinreden lassen. Nur weil der immer geglaubt hat, alle wollen ihn austricksen. Darf ich Sie kurzfristig zu meiner Sekretärin nennen? Was? Das ist natürlich noch keine endgültige Entscheidung in der Sache. Aber die Lotterieverwaltung muss jetzt die Karten aufdecken. Damit ist schon viel gewonnen. Ich setze Sie an der nächsten Telefonzelle ab. Sie rufen die Lotterieverwaltung an und melden einem Herrn Reichert meinen Besuch an. Sagen Sie, ich käme in einer halben Stunde mit einem Gerichtsbeschluss in Sachen Maria Berngießer und er möchte doch die Unterlagen für mich herrichten. Sind Sie nicht aus dem Alter raus, wo man Autonummern sammelt? Sie kommen mit dem Taxi hier rauf, nur ein paar Autonummern durchzustreichen? Ich glaube, Sie spielen ein bisschen Detektiv. Dann sind wir ja sozusagen Kollegen. Habe ich recht? Darf ich Ihnen als alter Hase einen Tipp geben? Lassen Sie sich niemals einen Zettel mit wichtigen Informationen abjagen. Wir suchen doch beide dasselbe. Wollen wir nicht zusammenarbeiten? Guten Tag. Herr Dr. Renz. Ja? Ich habe Sie schon erwartet. Ihre Sekretärin hat ja schon das halbe Haus rebellisch gemacht. Demnach scheint es sich um etwas sehr Wichtiges zu handeln. Sie ist manchmal etwas übereifrig. Sie sollte weiter nichts als Herrn Reichert meinen Besuch ankündigen. Aber unser Herr Reichert ist leider nicht mehr im Hause. Er hat sich krank gemeldet. Irgendwas mit dem Bein. Sie werden mit mir Vorlieb nehmen müssen. Schmitz. Wir haben heute früh schon kurz miteinander telefoniert. Kommen Sie, gehen wir in mein Büro. Bis hierher sind Sie Ihrem Lebensgefährten gestern Abend also gefolgt mit dem Taxi. Er ist nicht mein Lebensgefährte. Nein. Was ist er denn? Was spielt denn das für eine Rolle? Naja, man möchte sich ja so seinen Reim machen. Sagen wir, Ihr Wettgenosse.
Lassen Sie Ihre Reime, bitte. Okay. Mit wem hat er sich hier getroffen? Mit einem Mann. Hübsch. Ihr Humor kann einen wirklich nerven. Wissen Sie das? Ich weiß. An diesem Tisch haben Sie also hier gesessen? Ja. Und das war gestern Abend? Ja. Wann genau? Von 7 bis 7:30. Mhm. Gehen wir? Und was Sie besprochen haben, haben Sie nicht mitbekommen? Nein, ich habe nur mal ganz kurz reingeschaut. Und war froh, dass der Martin mich nicht gesehen hat. Was war dann weiter? Sie sind rausgekommen. Ich habe mich versteckt und wollte die Autonummer von dem Fremden aufschreiben, damit ich rauskriegen kann, wer er ist. Aber das ging nicht, weil sie alle beide zu Martins Auto gegangen sind. Der Fremde ist ans Steuer, Martin auf dem Beifahrersitz. Ich habe fast eine Stunde gewartet, aber sie sind nicht zurückgekommen. Da habe ich mir die Nummern von allen Autos aufgeschrieben, die noch da gestanden haben. Wozu denn das? Weil ich wusste, dass das Auto des Fremden dabei ist. Der war nämlich schon da gewesen, als der Martin ankam. Er könnte auch mit dem Taxi gekommen sein. Dann hätte ich halt Pech gehabt. Und jetzt haben Sie von Ihrer Liste all die Wagen gestrichen, die heute wieder da sind. Personal und Stammgäste. Ganz schön clever. Bleiben nur 4 übrig. Wie kriegt man denn raus, wem die gehören? Ja, das ist die Kontonummer 14109 bei der Diskontobank in Frankfurt. Haben Sie es? Ja, danke. Eins verstehe ich immer noch nicht. Sie überweisen das Geld ohne weiteres an einen Herrn Mario Berngieser, obwohl auf dem Tippschein eindeutig Maria Berngieser steht. Das hätte Herrn Reicher doch auffallen müssen. Da muss ich gleich mal dazwischen funken, Herr Dr. Renz. Was meinen Sie wohl, wie viele Leute Ihre Tippscheine zum Beispiel von Ihren Kindern ausfüllen lassen? Oder unleserlich schreiben? Wenn wir da bei jeder Abweichung gleich Verdacht schöpfen würden, dass da irgendwas faul ist? Ein Blick ins Telefonbuch hätte genügt, um festzustellen, dass es in der Hindemithstraße keinen Mario Berngieser gibt. Sehr wohl aber eine Maria. Das sagen Sie so, Herr Dr. Renz. Aber unsere Vorschriften sind in dieser Beziehung ganz eindeutig. Wenn der Kunde uns den Quittungsabschnitt vorlegt, dann haben wir ihn als den rechtmäßigen Gewinner zu akzeptieren. Nein, nein, da muss ich unseren Herrn Reichert in Schutz nehmen. Er hat nämlich vollkommen korrekt gehandelt, indem er diesen Blick ins Telefonbuch nicht getan hat. So neugierig dürfen wir nämlich gar nicht sein. Selbst wenn wir es hier und da ganz gerne wären. Verstehe. Ja, dann. Ja. Herr Dr. Renz, ich hoffe, dass Ihnen die Kontonummer weiterhilft. Ja, vielen Dank. Wiederschauen. An der Heimlichtuerei habe ich gemerkt, dass irgendwas los war. Und dann dieser Anruf gestern von der Lottozentrale. Und dass er auf einmal nicht zum Abendessen kommen konnte. Da hat es mich einfach interessiert, was hinter all dem steckt. Warum? Ich wollte nur die Wahrheit rausfinden. Dann frage ich mich, warum Sie Dr. Renz nicht die Wahrheit gesagt haben. Vielleicht, weil eine Wahrheit, die man nur alleine weiß, sich für ganz bestimmte Zwecke besser eignet. Zum Beispiel für eine kleine Erpressung. Denken Sie doch, was Sie wollen. So, das ist der Überweisungsauftrag, telegrafische Überweisung. Wann hat Ihnen Herr Berngieser diesen Auftrag erteilt? Datiert ist er von gestern, bekommen haben wir ihn heute. Bitte. Danke. Hat Herr Berngieser ihn persönlich abgegeben? Nein, nein, er lag heute Morgen im Briefkasten. Herr Berngieser hat dann allerdings im Laufe des Vormittags angerufen und nochmals darum gebeten, dass die Überweisung rasch ausgeführt wird. Und? Ist sie schon ausgeführt? Gewerbebank Zürich. Verwendung wie mit Herrn Hunziker vereinbart. Wie ist das zu verstehen? Es bedeutet wahrscheinlich, dass Herr Berngieser dort noch kein Konto hat, sondern erst vorhat, eins zu eröffnen. Wie Sie sehen, ist da keine Kontonummer angegeben. Ah. Er wird das mit diesem Herrn Hunziker so abgesprochen haben. Um ein Konto zu eröffnen, müsste er doch auf jeden Fall persönlich in Zürich erscheinen, oder? Ja, stimmt. Eine Bitte. Könnten Sie mir eine Fotokopie dieses Überweisungsauftrags machen? Tja, wenn ich mir dafür eine Kopie von Ihrem richterlichen Beschluss machen darf. Aber selbstverständlich, Frau Schatz. Herr Hunziker, es handelt sich um einen Klienten von mir, Herrn Mario Berngieser, hier aus Frankfurt. Ich muss ihm eine dringende Mitteilung machen und kann ihn nirgendwo finden. Er hat mir aber gesagt, dass er die Absicht hat, bei Ihnen ein Konto zu eröffnen. Deshalb möchte ich Sie dringend bitten, wenn er zu Ihnen kommt. Er ist schon da gewesen, vor einer halben Stunde. Ach, so ein Pech.
Sie wissen nicht zufällig, ob er sich noch in Zürich aufhält. Zum Flughafen. Schön, dann finde ich ihn bestimmt zu Hause. Vielen Dank und auf Wiederhören. Helga, falls Matula sich meldet, er soll sofort zum Flughafen kommen. Ankunft 15.45 Uhr aus Zürich. Achtung bitte. Fluggäste Herr und Frau Hürlimann, soeben aus Zürich gelandet. Werden zum Informationssaal der 14 gebeten. Wer ist das? Reichert von der Lotterieverwaltung. Er ist eben aus Zürich gekommen. Was hat er da gemacht? Vermutlich hat er... Hey, mich laus der Affe! BIFG 130. Und? Was bedeutet das? Dass der Mann sich vorgestern Abend mit Martin Kraft getroffen hat. In einem Gasthaus in Niedernhausen. Anschließend sind die beiden in dem Wagen von Kraft weggefahren. Das ist ein Ding. Denkst du, was ich denke? Tja, wenn uns einer sagen kann, wo Kraft ist, dann er. Wie wär's damit? Reichert ist mit Kraft in Krafts BMW nach Zürich gefahren. Kraft hat sein Konto eröffnet. Reichert hat sein Schweigegeld erhalten. Oder wie immer du es nennen willst. Und ist allein zurückgeflogen. Wie findest du das? Nicht schlecht. Aber wenn Kraft auf dem Weg nach Mailand in Zürich Station machen wollte und sich deswegen extra um die Mailand-Fuhre bemüht hat, warum hat er dann die Fahrt nicht angetreten? Vielleicht ist ihm was Besseres eingefallen. Florida oder die Bahamas. Dazu braucht er keine LKW. Ich frage mich, warum Reichert auf der Straße parkt. Die beiden verlassen ihr Fahrzeug und gehen auf Reichert zu, der schnell den Kofferraum schließt. Matula öffnet den Kofferraum und findet darin die sterblichen Überreste des Lottogewinners. Die Indizien sprechen gegen Sie. Wie ist denn Ihr Name? Cibula. Cibula Ado. Er heißt Zwiebel auf Polnisch. Sie haben keinen Termin. Nun, ist ich gekommen ganz plötzlich ein Problem. Nun, ist nicht wahr. Habe ich schon immer. Aber muss ich heute sprechen über das? Um was handelt es sich denn eigentlich? Möchte ich nicht sein, unhöflich, Fräulein, aber das kann ich nur sagen dem Herrn Rechtsanwalt persönlich. Herr Dr. Renz hat eine Besprechung. Nun, das macht nichts. Ich habe Zeit. Ich kann warten. Habe ich mir freigenommen den ganzen Tag. Nur schon wieder, nicht wahr? Habe ich gesagt, ich bin krank. Ist nicht wahr, aber auch nicht lüge. Darf ich mich da hinsetzen? Herr Dr. Renz ist den ganzen Tag voll mit Terminen, Herr Cibula. Herr Cibula. Es ginge Dienstag, den 9. Zu spät. Kennt er Dr. Renzi? Na ja, und wie? So gut, leider. Also ich kenne Sie nicht. Wie lange sind Sie schon hier, schönes Fräulein? Ungefähr 4 Jahre. Mein Boże kochane, wie vergeht sich die Zeit. Kaum hat man sich ein bisschen umgeguckt, dein Leben ist schon wieder vorbei. Da müssen Sie nicht traurig sein, schönes Fräulein. Macht der liebe Gott bei Ihnen bestimmt eine Ausnahme. So schön, wie Sie sind. Tja, dann sehen wir uns übermorgen im Gericht. Ich bin da ganz zuversichtlich. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ja, Stupsi, ist ja gut. Komm, ja. Hoffentlich kommt Ihre Schwester bald aus dem Krankenhaus. Nur noch eine Woche, Herr Doktor. Cibula, wie geht es? Herr Doktor, schön Sie zu sehen, gesund, glücklich. Na ja, ist doch schon was, ist doch schon viel. Na, was gibt's? Ich hoffe, keine Schwierigkeiten. Wie lange sind Sie jetzt? Stellen Sie sich vor, fast 2 Jahre, Herr Doktor. 1 Jahr und 11 Monate und 16 Tage frei wie ein Spatzel in der Luft. Und nichts anhängig? Nur nichts. Was kann ich dann für Sie tun? Muss ich mit Ihnen reden, Herr Doktor?
Dringend. Ich habe wenig Zeit. Naja, 10 Minuten. Kommen Sie rein. Nur leider, 10 Minuten nutzt überhaupt nichts, Herr Doktor. Müsste schon sein eine Stunde, womöglich zwei. Dann kommen Sie heute Abend zu mir nach Hause. So gegen 8, ja? Ach, danke, Gehorsamst. Der Doktor wird mir sein, eine Ehre. Wissen Sie, wo ich wohne? Nur das schöne Fräulein kann mir sagen, wo. Hier haben Sie meine Karte. Bis heute Abend dann. Danke. Nun, danke ich Ihnen auch verbindlichst, schönes Fräulein. Wofür? Nur, dass ich Sie hab angucken dürfen beim Warten. Wenn das einmal passiert, Herr Matula, dass jemand seine Miete nicht pünktlich zahlen kann, dann bin ich der Letzte, der nicht ein Auge zudrückt. Aber bei Ihnen, da ist das ja alle Nase lang so. Ich gebe doch nur ein allgemeines Problem weiter, Herr Kraft. Was heißt das nun wieder? Die Zahlungsmoral. Die allgemeine ist so schlecht. Was glauben Sie, was ich für Außenstände habe? Gar keine. Also das dürfen Sie jetzt nicht sagen, Herr Kraft. Ich sage Ihnen noch mehr, Herr Matula. Ein Mann wie Sie, jung, gesund, körperlich beieinander, der sollte etwas Anständiges arbeiten. Und das möglichst bald, denn viel Geduld habe ich nicht mehr. Guten Tag. Ado, Sie können doch nicht allen Ernstes zu mir kommen und mir sagen, Sie haben eine Straftat vor, die Sie mir nicht konkret nennen. Und wollen nun wissen, welche Strafe Sie dafür zu erwarten haben. Nur so ungefähr, Herr Doktor. Auch ungefähr ist das absurd. Möchte ich doch gerne sterben in Freiheit, wenn ich sterbe, nicht wahr? Das werden Sie nicht, wenn Sie sich nur das Geringste zu Schulden kommen lassen. Sie wissen, dass Ihnen bei der nächsten Verurteilung Sicherungsverwahrung droht. Ado, Sie wissen, was Sicherungsverwahrung heißt. Sie kommen bis zu Ihrem Lebensende in eine geschlossene Anstalt. Was haben Sie vor? Nur also. Wenn man einem guten Menschen was antut, ja? Und wenn man einem bösen Menschen was antut, ist doch nicht dasselbe, oder? Bitte, Ado, kommen Sie mir nicht zu. Wenn man sich an fremden Besitz vergreift, dann ist das Raub oder Diebstahl. Die Moral des Beraubten spielt dabei nicht die geringste Rolle. Und es ist vor allem nicht Ihre Aufgabe, sie zu beurteilen. Oder sind Sie der liebe Gott? Ein bisschen was haben wir doch alle von ihm in uns drin, mehr oder weniger, nicht wahr? Also, wenn nur der Bestohlene selber ein Halunke ist, was dann? Ach, so ist das. Sie sind nicht nur Gott, sondern auch noch Robin Hood. Die Reichen berauben und die Armen beschenken, ja? Wollen Sie mich einfach nicht verstehen, Herr Doktor, so intelligent wie Sie sind, nur wirklich? Ja, vielleicht liegt das daran, weil Sie sich so verschwommen ausdrücken. Kann ich Sie doch nicht zum Mitwisser machen? In unserem Rechtsstaat, wo kommen wir da hin? Sie sollen nichts ausfressen, was ich nicht wissen darf, zum Teufel nochmal. Und wenn der Betreffende nur gar keinen Nachteil hat von meiner Tat, im Gegenteil? Es gibt keine Straftat, durch die nicht irgendjemandem ein Nachteil entsteht. Ist das denn so schwer zu verstehen? Nur das, was mir im Kopf rumgeht, ist anders als früher. Hallo. Wie alt sind Sie jetzt eigentlich? 52. Und wie viele Jahre waren Sie davon im Gefängnis? Mit Kriegsgefangenschaft? Ja. Warten Sie mal. 24, nein, 26 Jahre. Genau die Hälfte. Und wenn Sie die Kindheit abrechnen, sehr viel mehr als die Hälfte. Und immer kleine Eigentumsdelikte. Wenn Sie denn nie verstehen, dass sie sich nicht einfach nehmen können, was anderen gehört. Und wenn es mir nur freiwillig gibt, der Bestohlene, Jakschmuschimitusch freiwillig, dann wäre er kein Bestohlener.
Was haben Sie vor, Ado? Erpressung? Nun nein, mein Borge Kochane, das ist nicht meine Art. So gut kennen Sie mich doch auch, Herr Doktor. Aber es ist etwas anderes als früher. Naja, moralmäßig, möchte man sagen. Ja, ja, das hatten wir schon, weil der Geschädigte ein Halunke ist. Und technisch auch. Früher waren es Diebstähle. Ein Einbruch, ein dummer Scheckbetrug, Heiratsschwindel. Was ist es jetzt? Raub? Ist eine Waffe im Spiel? Nun nein, das wissen Sie doch, Herr Doktor, dass ich keiner Fliege kann, was zuleide tun. Aber ein Schluck aus der Pulle wäre schon. Wenn Sie diese Straftat begehen, aber das werden Sie nicht. Was würden Sie mit dem Geld machen? Hand aufs Herz. Noch ein bisschen gut leben würde mir doch auch mal zustehen, Herr Doktor, sagen Sie doch selber. Doch, ich gönne es Ihnen. Von Herzen. Aber eine Straftat wird das Gegenteil bewirken, das wissen wir beide doch. Naja, Sie haben mich immer geschnappt bisher, das ist wahr. Aber da wird doch nur gerecht, wenn ich auch mal ein Zwölfer schieße. Ja, statistisches Gerechtigkeitsgefühl in Ehren. Aber Sie werden mir jetzt versprechen, dass Sie... Nur versuchen will ich. Versprechen kann ich nicht. Warum nicht? Weil es zu schön wäre. Einmal reich sein. Nur für einen Monat. Ein Jahr wäre noch besser. Und ihm tut's doch nicht weh. Sie reden jetzt von diesem Kluge, über den wir anfangs gesprochen haben, oder? Werde ich Sie jetzt allein lassen, Herr Doktor. Ein sehr schöner Abend für mich. Und der Wein ist gut. Im Knast, ja, also da, wo ich zum letzten Mal war, da haben wir immer am Sonntag Musik hören dürfen und von Platte. Und da war so ein Stück für Geige von Brahms. Hätten Sie das vielleicht auf Lager, Herr Doktor? Du bist verrückt, mein Kind. Ja, da dum. Ja, Josef? Beschäftigt im Moment? Mit Billardspielen, das ist gut. Kann ich dir sagen, wir in einer Stunde dabei Gesellschaft leisten. Du wirst nämlich eine Weile nicht dazu kommen. Ja, ich habe einen Auftrag. Nein, kein Mandant, der Klient bin ich. Ich ganz allein. Bis gleich. Und jetzt Kluge. Ja, Herr Kluge? Renz hier, Rechtsanwalt Renz. Sie erinnern sich? Ja, sehr richtig. Im Golfclub. Ja, ich bin in letzter Zeit sehr wenig dazugekommen. Aber ich hoffe, das wird sich ändern. Herr Kluge, Sie beschäftigen einen Arbeiter namens Ado Cibula. Ja, richtig. Cibula ist ein Mandant von mir. Und ich hätte da eine Bitte. Herr Matula, ein Privatdetektiv, müsste so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung treten. Klar, was hier zu machen ist? Ja, verputzen. Helles Kerlchen. Jetzt, wo ihr zu zweit seid, gebe ich euch 2 Tage hierfür. Klar? Klar. Ah, ich habe ganz vergessen, euch bekannt zu machen. Herr Cibula. Herr Matula. Josef. Bin ich da, Ado? Du kannst anfangen da unten, wenn du willst. Naja. Bist du Landsmann? Du meinst, wo ich geboren bin? Hm. In Oberhausen. Habe ich mal Matulas gekannt, früher in Sabje, Oberschlesien. Mein Großvater ist aus Königshütte. Jesus Maria, Königshütte. Da in der Nähe habe ich mal einen Sommer lang beim Bauern geschafft. Ich war 12. Da hat mich ein Mädel oben auf dem Heuboden unter ihren Rock gucken lassen. Und du, was hast du ihr gezeigt? Sie wollte schon, war schon über 13. Aber habe ich mich nicht getraut. Wer hat das Bier geholt? Ich. Zum Einstand. Dann hol gleich noch eins zum Ausstand. Saufen, prügeln,
Es fehlt nur noch, dass ihr mit Weibern antanzt. Ja, was sitzt er da noch rum? Die Frühstückspause ist ja 10 Minuten vorbei. Bis Freitag ist das hier fertig, ist das klar? Das schafft man nicht, Chef. Nee, mit Saufen bestimmt nicht. Ich würde es mal mit Arbeiten versuchen. Dann müssen die Polacken mit runterkommen. Die bleiben, wo sie sind. Und ihr seid auch am Freitag fertig. Und Leute aus Polen heißen Polen und nicht Polacken. Ich lasse mich hier nicht schinden. Wenn Sie am Freitag fertig sein sollen, dann müssen wir Überstunden machen. Oder auf Akkordlohn gehen. Moment mal. Wenn ihr auf Akkordlohn geht, schafft ihr es ohne Überstunden. Und bei normalem Lohn braucht ihr Überstunden. Habe ich das richtig verstanden? Du kannst gehen. Ich dulde keine Schlägerei auf meiner Baustelle. Was? Wenn Ihnen das nicht passt, Herr Berger, können Sie sofort gehen. Sie wissen doch, dass Prügelei ein Grund zur fristlosen Entlassung ist. Ja, was ist mit dem? Der hat sich doch auch geprügelt. Überlassen Sie es mir zu entscheiden, wer angefangen hat. Also was ist? Wollen Sie Ihre Papiere haben oder Arbeit? Ich habe doch bloß gesagt... Sie haben hier nichts zu sagen. Also was ist? Schafft ihr es bis Freitag ohne Akkord und ohne Überstunden? Wird schon irgendwie gehen, Chef. Wir sehen dann, ob ich was drauflegen kann. Aber gefordert. Gefordert wird hier nichts, ist das klar? Klar, Chef. Und wenn Sie demnächst einen ausgeben wollen, dann machen Sie das nach Feierabend. Du weißt, was das war vorher? Bevor das der Herr Kluge das gekauft hat? Du wirst es mir gleich sagen. Da war das großes Mietshaus für kleine Leute. Ein bisschen ärmlich. Nicht der letzte Schrei. Haben die Leute eben aus dem Fenster gucken müssen, wenn sie haben wissen wollen, wer unten klingelt. Aber billig, du. 350 M haben die Leute zahlen müssen. Und weißt du, was sie jetzt zahlen? 1300. Nicht dieselben natürlich. Dafür müssen sie auch nicht die Treppen steigen mit eigenen Füßen. Komm mal mit. Nun, die Damen haben so eine feine Schüssel, um sich das, du weißt schon was, zu waschen. Ich tue meine Arbeit und dafür kriege ich mein Geld. Mehr interessiert mich nicht. Und was glaubst du, was der verdient, der Herr Kluge? Habe ich mir ausgerechnet. 1 Million allein an dem Bau, aber hat er 5 davon. Manche haben es eben hier und manche haben es hier. Du hast eben hier, haben wir heute Morgen gesehen. Wenn du es hier hast, warum bist du dann nicht so einer wie Kluge? Nun, das sage ich dir. So ein Geldscheißer wie der Pierre und der Verfluchte werde ich nie im Leben. Kannst du mir glauben? Aber sein Geld möchtest du gerne haben. Na ja, mächtig. Für mein Leben gern. Er wird es dir aber nicht geben. Vielleicht nicht freiwillig. Du, war ich mal in seiner Wohnung. Tag. Was heißt Wohnung? Eine Villa, verstehst du? Oben auf Hochhaus drauf. Ein Penthouse. Was hast du denn da gemacht? Wirst du nicht glauben. Na, vielleicht doch. Hat er sich ein Tresor einbauen lassen, weil er nicht mehr weiß, wohin mit der vielen Pinke? Das wird er auf der Bank haben, wie alle anderen auch. Nun, wozu braucht er dann Tresor? So eine Stahltür und Schloss mit Nummern? Was hast du denn mit dem Tresor zu tun? Noch habe ich die Wand verputzen müssen, wo er das Ding hat einmauern lassen. Ich kann mir vorstellen, was das für ein prickelndes Gefühl für dich war. Aber den Öffnungscode wird er dir vermutlich nicht verraten haben. Hm? Wohnt da oben ganz allein, ist sich oft verreist. Was darf's sagen, bitte? Großes Bier, bitte. Großes Bier. Nun, wie war's? Oh Mann, mir tun alle Knochen weh. Ich hoffe nur, dass dieser Mummenschanz nicht lange dauert. Kerl wie du, gesund, jung, gut beieinander, dem wird doch ein bisschen Arbeit nichts ausmachen. Bist du mein Vermieter? Warum? Rede genauso. Aber sag mir was anderes. Welchen Narren hast du an Ado gefressen? Er hat was, er hat sogar sehr viel. Aber wenn du dich um jeden sympathischen Knacki mit traurigen Hundeaugen kümmern willst. Ich habe seine Mutter gekannt. Woher? Die Familie Cibula war bei uns einquartiert nach dem Krieg.
Ich habe seiner Mutter damals, ich war noch Student, versprochen. Was? Dass ich Herrn Ador nicht ganz vor die Hunde gehen lasse. Na gut, aber ich weiß nicht, ob ich dir dabei helfen kann. Ist gut, bitteschön. Setz zum Boden. Ich muss wissen, was er vorhat. Denn er hat was vor. Oder sagen wir besser, er spielt mit einem Gedanken. Den kann ich dir verraten. Er kann seinen Arbeitgeber nicht ausstehen. Er glaubt, Kluge bereichert sich unrechtmäßig. Deswegen hält er sich für berechtigt, Kluge zu bestehlen. Das passt zu dem, was er mir erzählt hat. Hinzu kommt, dass er Kluges Wohnung kennt und dort einen Tresor gesehen hat, von dem er jetzt träumt. Zumal Kluge oft verreist und allein lebt. Auch das passt. Nur, er meint, er schädigt den Beraubten nicht. Wahrscheinlich ist Kluge versichert und das hat Ado mitgekriegt. Natürlich. Das könnte die Lösung sein. Nein, das ist sie. Und jetzt, wo du weißt, wovon er träumt, was jetzt? Ich möchte ihn auf frischer Tat ertappen. Wenn er vor dem geöffneten Tresor steht und gerade hineinlangt, dann möchte ich hinter ihm stehen und sagen, Ado, was machst du denn da? Hübsche Szene. Eine sehr hübsche Szene. Aber wozu soll sie führen? Dass er aufhört. Ein für alle Mal. Wir haben als Kinder in einem unterirdischen Abwässersystem gespielt. Es war gefährlich und es war strikt verboten. Aber all diese Verbote führten zu nichts. Ich ging immer wieder hin. Es gab Ermahnungen, Erklärungen wegen der giftigen Dämpfe etc., Strafen, umsonst. Dann, eines Tages, bog ich um eine der Ecken des Schachtsystems und stand vor meinem Vater. Er sagte nichts. Er sah mich nur an. Ich bin nie wieder hingegangen. Aber Ado ist kein Kind mehr. Doch. Na schön, aber Sie sind nicht sein Vater. Aber etwas sehr Ähnliches. Entschuldigen Sie, Herr Dr. Renz, aber könnte es sein, dass die Naivität von Ado ansteckend wirkt? Ja, möglich. Ich bin kein Psychologe. Ich meine, ich habe nicht Psychologie studiert, aber ich halte mich für einen ganz passablen Menschenkenner. Was ich aber zweifellos bin, ein Ado-Kenner. Mehr noch, ein Ado-Experte. Ich habe seine Akte gestern noch mal durchgeblättert. Er befindet sich in jener Grauzone, die manche Psychiater mit Schuldunfähigkeit bezeichnen. Andere nicht. Ich habe das im letzten Prozess versucht, aber das ist ein gefährliches Spiel. Man erspart ihm vielleicht die Haft und bringt ihn stattdessen in eine Heilanstalt. Und da wollen Sie lieber gleich selbst den Therapeuten spielen. Kann das schaden? Gut, ich helfe Ihnen. Warum? Ich mag den Kerl doch auch. Sehen Sie mal, ich kannte sein Vorstrafenregister oder wenigstens einen Teil davon. Kannst du aufkehren? Ist gleich Feierabend. Wie kommt ihr zurecht? Ganz gut. Hätte gar nicht gedacht, dass du so gut mit dem Schneidbrenner umgehen kannst. Habe ich gern, wenn das so zischt und liegt. Da muss ich immer an Helle denken dabei. Und das gefällt dir? Ja, hilft einem dazu, dass man anständiger Mensch bleibt. Der Poli hat schon recht. Mit was? Wenn ich dich mit dem Schneidbrenner sehe, muss ich immer an Kluges Tresor denken. Das ist doch gut, wenn man blöde Arbeit hat, dass man was Schönes denkt dabei. Noch besser, was Schönes zu tun und keine stumpfsinnige Arbeit mehr nötig zu haben. Hast du schon mal gesessen? Ja, einmal. Hast du keine Ahnung. Du klaust Geld, dafür klauen sie dir dein Leben. Schlechtes Geschäft. Und die Maloche? Klaut die dir vielleicht nicht dein Leben? Ist auch wieder wahr. Wir könnten es doch zusammen machen. Was? Das Ding bei Kluge, den Tresor. Hab ich bisher immer alleine gemacht. Bisher. Willst du nicht teilen? Das ist genug dafür uns alle.
Aber? Aber? Wenn es schief geht, wirst du sagen, ich bin schuld dran. Sehe ich so aus? Und recht wirst du haben. Bringe mir selber kein Glück, wie soll ich der anderen bringen? Komm, ich gehe mal raus. Heute nicht. Komm. Heute nicht, ich muss bis morgen. Er will und er will auch wieder nicht. So was nennt man Gewissenskampf. Aber was hat der Mann damit zu tun, den er heute Morgen getroffen hat? Vielleicht ein alter Kumpel, mit dem er das Ding lieber dreht als mit dir. Er hat gesagt, dass er immer alles allein gemacht hat. Ja, das stimmt. Außerdem sah der Mann nicht wie ein Knacki aus. Sondern? Eher wie ein Bankdirektor. Ich gebe zu, ich kenne mich mit Ado nicht aus. Zuerst habe ich gedacht, er wäre simpel. Ja, einfältig, aber das ist er nicht. Manchmal. Ja. Manchmal, da glaube ich, er hat die ganze Geschichte von vornherein durchschaut und macht sich lustig über mich. Beziehungsweise über uns. Glaubst du das wirklich? Nein, eben nur manchmal. Dann wieder meine ich, er ist unschuldiger als wir beide zusammen. Und dann wieder, er wäre unheimlich abgefeilt. Du kennst ihn länger. Warum sagst du nichts? Wir können ihn doch nicht in eine Tat reintreiben, die er ohne uns gar nicht begehen würde. Ich dachte, das nennt man Therapie. Ach, red keinen Stuss. Wir müssen die Situation entscheidungsreif machen. Jawohl, das ist das Wort. Entscheidungsreif. Sieh dir meine Hände an. Nur Risse und Schwielen. Du verdienst doch nicht schlecht bei mir. Du bezahlst mich nicht für Heizkörperschleppen. Ein Privatdetektiv ist ein Geistesarbeiter. Gut, dann mach Ado entscheidungsreif. Du Geistesarbeiter. Hey! Guck mal da runter. Nur fällt er weg. Ins Materiallager, der bleibt sicher 3 Stunden weg. Die Sonne doch. Und wenn wir einen Brenner brauchen? Bist du verrückt? Ich halte es für vernünftig, er lässt den Schlüssel vom Werkzeugwagen hier. Damit wir weiterarbeiten können, wenn wir einen Brenner brauchen. Wiedersehen. Wiedersehen. So, das war der Schneidbrenner. Wann immer wir ihn brauchen. Solche wie du haben Erfolg. Glaubst du? Naja, so eins nach dem anderen, mit Käppchen und ohne Gewalt gefällt mir das am besten. Naja, so ganz ohne Gewalt wird der Tresor nicht aufgehen. An dem Stahl tut nichts weh. Und der Kluge muss verreist sein. Vielleicht ist ihm sein Geld ans Herz gewachsen. Vielleicht tut's ihm weh, wenn man es ihm abschneidet. Jesus Maria, so einer, der ist versichert. Der macht noch Geschäft, wenn man einbricht bei ihm. Und die Versicherung? Und ich habe Rückversicherung. Und Rückversicherung hat wieder Rückversicherung. Und so geht das immer weiter. Kannst du gar nicht zu Ende denken, wirst du ballaballa. Ich meine, Herr Kluge, wenn eine persönliche Wut dazu käme. Ja, auf Sie. Wenn Sie seine Überzeugung, dass Sie ein schlechter Mensch sind, noch ein bisschen verstärken könnten. Ja, Gelegenheit macht Diebe. Und das wäre ausgezeichnet. Wenn Sie sowieso neu streichen wollten, dann ist das natürlich ideal. Ja. Ich danke Ihnen. Wir hören voneinander. Bis dann. Und lehnt euch nicht an, sonst macht ihr mir die Polster dreckig. Ihr sollt euch nicht anlehnen. Also, meine Freundin gefallen die Wände nicht mehr. Das heißt, die Farbe anwenden. Sie will sie grau. Also machen wir sie grau. Schiebt die Möbel zusammen und oben liegt was zum Abdecken. Guten Tag. Lasst die Türen zu. Ich brauche den Gestank nicht im Schlafzimmer. Hm? Die Fußleisten könnt ihr mitstreichen. Tja, fangt am besten oben an. Hm? Mal fragen? Nö. Grau? Ja, grau, hab ich ja gesagt. Fußleisten auch grau? Nein, die natürlich weiß. Lack ist dabei. Und Leitern sind auf dem Balkon.
Was machst du denn? Wo willst du die Bilder mitstreichen? Komm mal her! Du kannst über Feuerleiter klettern! Kann man von hier auf Flachdach vom Nebenhaus springen und von da durch Dachluke ins Treppenhaus? Was soll er denn da? Du kannst auch umgekehrt machen. Erst ins Nebenhaus, dann durch Dachluke und dann sind wir wieder hier. Und dann über die Feuerleiter. Und dann durch Balkon hier in Wohnung. Haben wir noch viel Arbeit. Ihr Mietschutz interessiert mich einen Dreck. Entschuldigung. Ich habe dieses Haus gekauft. Und ich habe das Recht. Unterbrechen Sie mich nicht! Und ich habe das Recht, aus einem Saustall ein modernes, hygienisches, ästhetisches, der modernen Stadtarchitektur angepasstes, komfortables Wohngebäude zu machen. Ja. Ja, natürlich gibt es in der Renovierungsphase Dreck. Ja, auch Lärm. Ja, Rechtsanwälte haben wir alle. Die gibt es Gott sei Dank wie Sand am Meer. Ja, sicher höre ich von Ihnen. Doch nicht mehr Todesanzeige. Mach die Tür mal zu. Hallo, Enzo? Ja, alles in Ordnung. Ich habe das Geld im Haus. Ja, ja, Cash. Keine Bankauszüge, keine Spuren, keine Überweisungen. Ja, ja, klar, 1 Million, wie verabredet. Was? Ja, der Blick auf den Gardasee ist nicht so schön wie versprochen, aber darüber reden wir am Montag, hm? Nee, am Wochenende kann ich nicht, da bin ich in Hamburg. Aber pass auf, ich nehme die Frühmaschine und wir treffen uns, sagen wir, um 11 bei mir am Montag, hm? Alles klar, ja. Achso, und bring einen Koffer mit, ich habe das Geld in 100ern, ja? Alles klar. Ciao, bis Montag, Enzo. Ciao. Sagt mal, habt ihr irgendwo mein Adressbuch gesehen, so ein schwarzes? Nein. Ich hab's doch hier hingelegt. Kann das sein? Was ist denn das? Komm mal her. Ja, los, kommt beide mal her. Was ist das? Eine Schramme. Richtig. Eine tiefe Schramme quer über die ganze Kommode. Wisst ihr, was das für Holz ist? Ne? Mahagoni. Wisst ihr, wie alt die Kommode ist? 200 Jahre. In 200 Jahren hat es keiner geschafft, diese Kommode zu zerkratzen. Da müssen erst zwei Gipsköpfe wie ihr kommen, um das fertig zu bringen. Raus jetzt! Und was ist mit unserem Lohn? Was? Lohn? Ihr wagt es, von Lohn zu reden? Wisst ihr, was diese Kommode gekostet hat? 20.000 Mark. Und wisst ihr, was sie jetzt noch wert ist? Einen Dreck. Lohn. Wenn ihr Schwachköpfe irgendetwas hättet, würde ich euch auf Schadenersatz verklagen. Also, wofür wollt ihr Lohn? Dafür, dass ihr meine Möbel zerkratzt? Raus jetzt! Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Weiß ich einen guten Rechtsanwalt? Oh nein, ist zu schade für das. Rechtsanwalt? Ich höre immer Rechtsanwalt. Dann werde ich dir was sagen. Das Leben, Matula, ist eine Sache. Und der Teufel, verstehst du, ist sich andere. Mhm. Und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir da nicht zugreifen würden. Was ist jetzt? Immer wenn ich mich habe gerichtet nach dem Urteil von dem da, war scheiße. Jetzt mache ich dem Gegenteil. Und das ist? Morgen Nacht. Wir treffen uns morgen Nacht um 12 auf der Baustelle, holen das Schweißgerät. Welches Auto? Meins. Im anderen Nummernschild. Weiter? Das Haustürschloss vom Kluges Nachbarhaus ist kein Problem, das haben wir uns schon angeguckt. Von da aufs Dach, über die Feuerleiter, auf die Dachterrasse, rein ins Penthouse. Wie rein? Durch das große Fenster mit dem Glasschneider. Die Scheibe hat eine Alarmanlage. Ich werde Kluge sagen, dass er sie abstellt. Ich schätze, wir werden so 12:45 drin sein. Gut. Ich warte im Schlafzimmer. Wenn ich das Geräusch vom Schweißbrenner höre, komme ich rein. Und dann weiter? Du bleibst am Fenster und bist draußen, wenn ich reinkomme. Das wird Ado auch versuchen. Ich werde schneller sein. Ich mache das Licht an. Er erkennt mich.
Er wird nicht rennen. Komisch. Zum ersten Mal glaube ich, dass du es schaffst. Hoffen wir es. Hier. Das ist der Mann, mit dem sich Ado getroffen hat. Wirklich. Ein merkwürdiger Umgang für Ado. Kennst du ihn? Nie gesehen. Was ist los? Er ist nicht gekommen. Das hatte ich lange so gehofft. Das ist die beste Lösung. Aber der Schneidbrenner ist weg. Verdammt. Es muss mit dem Mann zu tun haben, mit dem er sich getroffen hat. Das Taxi. Kannst du die Nummer des Taxis entziffern? Schlecht. Hier. Danke. FBU 97. Staatsanwalt Dr. Renz, hören Sie zu. Es geht um ein Verbrechen, das in diesem Moment geplant ist und vielleicht noch verhindert werden kann. Am Donnerstag um 18 Uhr. Um 18 Uhr ist ein Taxi, ein beiger Mercedes mit dem amtlichen Kennzeichen BU 97. Ich wiederhole, FBU 97. Am Taxistand Goethe-Denkmal abgefahren. Der Fahrgast war ungefähr 55 Jahre alt, trug einen hellen Sommermantel und einen grauen Anzug. Ich muss wissen, wo er hingefahren ist. Ja, können Sie denn nicht feststellen, welcher Fahrer am Donnerstag um 18 Uhr den angegebenen Wagen gefahren hat? Renz. Dr. Dieter Renz. Nein, nein, ich bleib dran. Es geht vielleicht um Sekunden. Und wenn er nun nicht nach Hause gefahren ist, sondern irgendwohin? Solide Typen fahren nach Hause. Vielleicht ist ja auch Ado zu Hause. Und macht sich mit dem Schneidbrenner eine Erbsensuppe warm. Ja, ich verstehe. Und der Fahrer ist sicher? Nein, da müssen Sie sich verhört haben. Oder ich habe mich in der Aufregung versprochen. Rechtsanwalt, habe ich gesagt. Rechtsanwalt, Dr. Renz, nicht Staatsanwalt. Guten Abend. Wer hat geschossen? Er. Auf Ado. Sie sind der Juwelier. Sie haben Ado zu diesem Einbruch angestiftet. Der Tresor ist leer. Die Ware längst woanders. Sie ist natürlich hochversichert. Nur 10% von der Versicherungssumme hat er mir versprochen gehabt. In Wirklichkeit wollte er sie erschießen. Ein Ganova ist Mitwisser und das ist gefährlich. Dann wollte er die Polizei rufen und irgendwas von einem Komplizen erzählen, der entkommen sei. Mit dem Schmuck natürlich. Jesus Maria. So gemein kann ein Mensch alleine doch gar nicht sein. Und welche Erklärung hatten Sie sich für Ihr nächtliches Erscheinen im Geschäft zurechtgelegt? Ah ja, ein paar Perlen, die Sie irgendeinem Kunden zu Hause gezeigt haben und in den Tresor zurücklegen wollten. Lieber Herr Doktor, was jetzt? Jetzt erklären wir den Herrn von der Polizei, dass Sie mir, Ihrem langjährigen Anwalt, von dem Vorschlag des Juweliers erzählt und mich in Ihrer Gewissensnot um Rat gefragt haben. So war es doch, oder? Naja, so war das. Ich habe Sie zum Schein ein Verbrechen planen lassen und Ihnen den Privatdetektiv Matula an die Seite gegeben. So war es doch, Herr Matula, oder? Genau so. Nur so konnten wir drei den Herrn Juwelier überführen.